Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog von uns. Wir sind hier gerade im Babyzimmer, aber ich habe euch gesagt, ich zeige euch das Babyzimmer nicht mehr, auch wenn es so schön ist. Aber nein, ihr habt es jetzt oft genug gesehen, habt ihr gesagt, und deswegen zeige ich euch das nicht mehr. Wir gehen jetzt aber einmal ins Bad, denn es hat sich einfach so unglaublich viel getan. Ich habe so lange die Kamera nicht mehr dabei gehabt und es hat sich einfach so viel getan. Oh, ist kalt. Wir haben hier im Babyzimmer so eine Heizung stehen. Hier ist es voll warm drin, ne? Aber da draußen ist es kalt. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal raus. Kleines Spielchen in Ruhe. Mach das auch mal zu, damit es da drin schön warm bleibt. So, also es hat sich richtig viel im Badezimmer getan. Ich kann jetzt noch gleich was zu unserem wichtigen Termin sagen. Wir hatten jetzt am Dienstag, also vor 2 Tagen, einen sehr wichtigen... Nee, gestern. Gestern am Mittwoch war das. Hatten wir einen sehr wichtigen Termin zwecks unserer Baustelle. Genau, wie der ausgegangen ist, erzähle ich euch gleich, aber jetzt zeige ich euch erstmal das Badezimmer. Ich habe euch ja noch gar nicht unseren Fußboden gezeigt, ne? Den zeige ich euch zuerst. Also das hier ist unser Fußboden. Das ist ein Vinylfußboden. Der ist eben in so einem Grau. Den haben wir aber schon sehr lange drin. Ich habe euch den einfach noch gar nicht gezeigt. Genau, hier ist die Dusche. So sieht das aus. Und hier haben wir jetzt vor kurzem abgedrückt, so nennt man das, also schauen, ob die Leitung dicht ist. Deswegen steht hier auch Kompressor und so. Da haben wir eventuell noch ein kleines Problemchen, das wird sich aber noch herausstellen. Da sind die gerade, die Männer noch ein bisschen am Testen, genau. Ja, das ist so der Duschbereich hier, das kennt ihr ja schon. So, und jetzt, tada, haben wir erstmal eine Toilette. So sieht das aus. Das ist jetzt die Toilette, die wir uns ausgesucht haben. Die habe ich euch ja auch schon mal gezeigt, aber jetzt ist sie eben angebaut. So sieht das aus. Ja, richtig, richtig schön finde ich die. Ne? Wie so halt, ist das halt eine Toilette, ne? So, hier sind die Badewanne. Ich glaube, die habe ich euch auch schon gezeigt. Die hat noch hier Folie drauf. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert, warum die so dreckig ist, aber das lassen wir besser noch drauf, bis es hier vorbei ist. Ja, so sieht das aus. Hier haben wir die LED-Spots drin. Die haben wir extra hier so verdunkelt genommen, also dass sie nicht blenden können, wenn man zum Beispiel in der Badewanne sitzt. Da haben wir nämlich auch einmal zwei. Dann hat Felix hier den Balken gestrichen und geschliffen. Sieht richtig gut aus, finde ich. Jetzt richtig ordentlich. Auch den da oben. Ich finde, das sieht richtig toll aus jetzt. Ja, und dann hat Felix noch ein paar Ecken ausgebessert hier, was Malerei angeht. Ist aber auch noch nicht fertig. Und jetzt tada, unser Waschtisch. Ja, der steht jetzt auch oder hängt auch. So sieht der aus. Ihr habt den, glaube ich, noch gar nicht gesehen, ne? Ja, so sieht der aus. 2 Schubladen. Und ist eben in so einer Holzoptik. Den haben wir ja schon gekauft. Da wussten wir noch gar nicht, wie und was. Und ja, der steht schon ganz lange bei uns. Und, genau, der sollte eigentlich erst ins Gästezimmer, Gästebad, aber jetzt steht er halt hier. Passt auch, ne? Finde ich richtig schön. Was Größeres hätte hier auch nicht reingepasst. Ne, ihr seht, das ist schon recht groß, deswegen passt das hier ganz gut. Hier kommt dann noch so eine Handtuchhalterung hin. Hier kommt noch eine Heizung hin, so eine Handtuchheizung, glaube ich, kennt ihr auch. Genau, und dann sieht das ganze Bad jetzt erstmal so aus. An sich fertig. Heute kommen alle unsere Armaturen, die haben wir online bestellt, weil wir im Baumarkt nichts gefunden haben. Da kommt einmal fürs Waschbecken hier, für die Dusche und für die Badewanne überall das Gleiche. Also es sieht wirklich dann komplett gleich aus. Da bin ich auch super gespannt, wie das aussieht dann nachher, wenn das wirklich überall dran ist. Genau, und wenn das steht, dann können wir im Endeffekt einziehen. Das ist jetzt eigentlich das Einzige, was fehlt. Wasser haben wir. Wir können auf Toilette gehen und so. Aber genau, die Armaturen sind eben noch das, was fehlt. Das kommt, wie gesagt, heute. Und dann ist es auch fertig. Ja, genau. Das ist unser Bad im Endeffekt. Und über den wichtigen Termin erzähle ich euch nachher, denn der Akku ist jetzt leer, sehe ich gerade. So, meine Lieben, Kamera wieder voll. Und ich dachte, weil die Post jetzt gerade kam, machen wir einfach mal ein Live-Unboxing. Guck, meine Haare. Und ich zeige einfach mal direkt, was gekommen ist für das Bad. Ich habe jetzt hier schon so ein bisschen ausgepackt. Ich werde jetzt aber mit euch weiter, meine Kleine sitzt hier und ja, packen wir mal aus und schauen mal, ob das richtig angekommen ist. Machen wir jetzt mal hier das Paket auf, das erste.
Wie gesagt, das sollen die Armaturen für unser Badezimmer sein. So, hier ist die Lasche zum Aufmachen. Dann hier schon mal. Ah, das ist von unserer. Ist das von der Badewanne? Ich glaube, das ist von der Badewanne. In diesem Stil haben wir das gewählt. Also schön eckig und so. Und ich glaube, das ist die Badewanne. Was Dings dann? Also der Handtuch ist, glaube ich, auf jeden Fall für die Fingerabdrücke. Das ist ja immer mega nervig, ne? Genau, passen wir nicht so viel an. Ja, genau, hier, das ist für die Badewanne. Ja, was auch immer das ist. Da brauche ich, glaube ich, gar nichts zu sagen. So, schauen wir mal hier rein. Das Zaubersäckchen. So, ich habe es mal eben ausgepackt. Voll schwer, aber so sieht es eben aus. Ich glaube, ihr könnt es sehr gut vorstellen. Hier vorne kommt dann eben das Wasser raus, wie so ein Wasserfall. Genau. Es ist, wirft jetzt, also es ist jetzt so schmierig, weil es draußen kalt war und jetzt wird es eben warm. Ich glaube, das versteht ihr. Ja, so sieht das auf jeden Fall schon mal für die Badewanne aus. Tun wir schnell wieder hier rein. So. Das ist auch schon mal ganz schick. Und schauen wir mal weiter. Aber so ungefähr eben in diesem Stil. Ich glaube, ihr könnt euch das jetzt richtig gut vorstellen, wie wir uns das gedacht haben. Hier ist noch anderes. Andere Post, das kam gerade auch noch. So, weiter geht's. Ich glaube, ein Teil fehlt, ne? Weil da ist jetzt nur noch ein Teil und dann das hier. Ich glaube, ein Teil wurde nicht mitgeschickt. Oder ist da die Dusche drin? Weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall so ein Stöpsel drin. Für ein Waschbecken. So, tada. Auch hier wieder dasselbe wie bei der Badewanne, hier eben mit diesem Wasserfall sozusagen. Ich hole das jetzt mal nicht raus, ich glaube, ihr könntet euch das sehr gut vorstellen. Hier auch wieder, ne? Ich habe das gerade mal umgedreht und ja, da ist auf jeden Fall die Dusche drin. Also eigentlich erwarten wir noch eine Infrarotheizung. Und die wird hier auf jeden Fall nicht drin sein, weil das ist direkt, also der Inhalt ist direkt von da nach da gekippt. Also das wird nicht die Infrarotheizung sein. Ich hole die hier erstmal aus dem Riesenkarton raus. Boah. Das Steuergerät, sage ich mal. Ja, sieht doch ganz cool aus, oder? So ungefähr das. Ja, schick. Extra mit so Anzahl, also so Dings. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Packe ich gleich wieder ein. Weiter geht's. Hier. Oh, ganz viel Kleinkram. Uninteressant. Dann ist hier natürlich einmal hier diese Stange, ne? Die ist auch hier in so einem, ne, schön eckig und so, das Design. Und hier wird dann nur noch der große Kopf drin sein. Ja, der große Duschkopf für oben drüber. So sieht der aus. Richtig schön. So, meine Lieben, jetzt komme ich endlich dazu, euch von unserem wichtigen Termin zu erzählen. Ich muss euch so ein bisschen höher halten, weil ich hier gerade nebenbei stille. Und anders ist es derzeit leider nicht möglich, weil die Kleine einfach sehr, sehr anhänglich ist. Und mich einfach nicht machen lässt. Ja, wichtiger Termin. Es geht um das Thema Heizung. Bei dem Thema wurde ich jetzt schon ganz oft gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Weil ihr ja gar keine Heizkörper und so habt. Und ja, wir haben da so auch noch gar nichts drüber erzählt. Und es war so, dass wir uns einfach noch nicht sicher waren, was wollen wir überhaupt? Wir haben alles soweit vorbereitet und auch so gebaut, dass man problemlos Heizkörper einbauen kann. Das heißt, wir haben, was die ganze Leitung und so angeht, alles schon vorgearbeitet sozusagen und waren uns aber halt noch nicht sicher, wollen wir das Geld für eine neue Heizung in die Hand nehmen? Müssen wir das Geld für eine neue Heizung in die Hand nehmen? Oder gibt es eventuell andere Möglichkeiten? So, jetzt ist es so, dass wir uns auf jeden Fall nicht an die Heizung hier von dieser Wohnung anschließen können. Dafür ist die Heizung einfach viel zu klein. Ja, das heißt, wir bräuchten eine neue Heizung, eine komplette neue Heizung. Oder
Wir machen einen Kamin, der natürlich als Heizung gilt, weil er Feuer macht und der auch das Wasser erwärmen kann. Also es gibt extra Kamine, wo du halt das Wasser anschließt und der Kamin wärmt dann eben das Wasser. Das macht dann keine Heizung, sondern der Kamin macht das eben. Da haben wir uns mit einem auseinandergesetzt und einen Schornsteinfeger vor Ort gehabt. Das war nämlich eben dieser wichtige Termin. Der Schornsteinfeger war da und wir haben natürlich dann mit ihm besprochen, können wir das überhaupt machen? Können wir überhaupt einen Kamin einbauen? Dürfen wir das? Und passt das da, wo wir das haben wollen? Und. Wir haben ihn natürlich ausgefragt. Und ja, das geht. Das ist gar kein Problem. Und jetzt sind wir nur noch am Überlegen, ob wir halt einen Kamin nehmen, nur als Kamin oder eben mit dieser Wasserversorgung. Nun ist es so, wenn wir das machen mit dem Wasser, natürlich ist das eine Menge Aufwand und der Kamin ist einfach um einiges teurer. Aber man spart natürlich auf die Jahre hinweg das den Gas und das Gas für die Heizung eben und halt auch die neue Heizung. So. Und deswegen sind wir jetzt so auf dem Stand, dass wir sagen, okay, wir machen das mit dieser Wasserversorgung und bauen also einen Kamin ein, der dann das Wasser warm macht, brauchen dann aber auch noch einen neuen Speicher. Der Speicher ist jetzt nicht allzu teuer, also das ist gar kein Problem und den müssten wir sowieso haben, ob wir eine neue Heizung nehmen oder das mit dem Kamin machen. Der muss auf jeden Fall her. Und genau, also deshalb sind wir auf dem Stand, dass wir dann einen Kamin einbauen. Der wird unten im Wohnzimmer sein. Und den Schornstein dann, das wird so nach außen gehen. Das ist so ein Edelstahlrohr. Und wir werden dann unser warmes Wasser von diesem Kamin warm machen lassen. Und halt eben dann mit Speicher und so. Ja, aber das, genau kenne ich mich damit gar nicht aus und ich möchte auch nichts Falsches sagen. Deswegen werde ich da, glaube ich, auch nichts drüber berichten. Ich werde euch da jetzt nur mitnehmen. Ich wollte nur, dass ihr das wisst, wie wir das eben mit der Heizung vorhaben und dass wir jetzt eben diesen wichtigen Termin haben. Ich finde, das gehört einfach zur Baustelle dazu. Genau, die Männer sind heute natürlich am Sonntag wieder auf der Baustelle. Und es ist auch heute schon einiges passiert. Wir haben die komplette Abwasser- und Zuwasserleitung endlich komplett fertig. Das war jetzt so ein Kampf, dieser Scheiß. ja, heute wurde alles komplett fertig gemacht. Wir haben auch schon das erste Mal oben gespült. Wir haben jetzt ein paar Probleme mit unserem Spülkasten. Irgendwas mit dem Schwimmer stimmt da nicht so ganz. Deswegen müssen wir da jetzt noch ein bisschen tüfteln und eventuell müssen wir da sogar noch mal ja, mit der Firma schreiben, was da nicht ganz richtig sein kann, weil es scheint so, als wäre irgendwas kaputt. Wir wissen es aber noch nicht ganz genau, wir müssen da noch ein bisschen tüfteln. Aber ja, wir haben Wasser, also wenn man Wasserhahn aufdreht, kommt Wasser raus und wir haben auch das Abwasser, also wenn man spült, das Wasser ist eben weg dann. Das klappt alles. Ja, Strom haben wir auch. Sieht gut aus im Moment. So, meine Lieben, ein neuer Tag und wir sind mal wieder auf der Baustelle. Ja, ich stehe hier gerade vor unserem neuen Spiegel. Der hängt hier schon im Schlafzimmer. Der ist von Ikea. Das ist dieser Hemmnisspiegel. Ich fand den so schön. Ich wollte ihn schon immer haben. Und jetzt hängt er hier. Richtig schön, oder? Das ist voll cool. Jetzt kann man hier so richtig coole Outfit-Fotos machen. Ja, also das ist unser neuer Spiegel im Schlafzimmer. Ich zeige jetzt einmal so ein bisschen die Baustelle, was sich so getan hat. Hier haben wir eine Infrarotheizung jetzt. Das ist nur jetzt, wenn man hier arbeitet, das ist dann eben ein bisschen wärmer. Hier unten haben wir ein bisschen Deko stehen. Genau, und hier hängt eben, wie gesagt, der Spiegel. Im Kleiderschrank haben wir jetzt so ein paar Sachen hingestellt. Hier sind Klamotten, unser alter Stubenwagen von der Kleinen und ein Kinderwagen noch. Ja, dann haben wir hier Gardinen, Vorhänge. Ich finde, das sieht so gemütlich aus. Oh Gott. Kleine sitzt übrigens auf dem Bett, da seht ihr sie. Ja, wir haben jetzt hier Vorhänge, die sind von Ikea, die muss ich nochmal kürzen. Genau, wir haben die jetzt erstmal nochmal rangemacht, um zu gucken, wie viel ich die kürzen muss und so weiter. Und wie das ausschaut. Und ja, es sieht richtig toll aus, finde ich. Also es ist richtig schön gemütlich. Wir haben uns hier für so eine graue Gardinen von Ikea entschieden. Die passen sehr gut zum Bett. Das Bett ist ja auch grau, wie ihr seht.
Die hier sind ein bisschen heller, aber das passt schon, finde ich. Ja, graue Gardinenstangen ebenfalls von Ikea. Hier habe ich jetzt so ein bisschen Deko stehen. Auch hier so ein bisschen winterlich noch. Schön passend, hier auch. Da ist eine richtig coole Dings drin, Lichterkette. Und dann, wenn die Lichterkette an ist, dann sieht man hier so ganz viele Sterne. Richtig, richtig schön finde ich das. Hier auch noch so ein Bäumchen. Ja, es ist draußen ein bisschen beschlagen. So, und dann haben wir hier unser schönen Teppich mit der Dings, mit dem Sessel. Hier haben wir noch ein, auch so ein bisschen Deko. Das leuchtet auch. Kann ich euch mal demonstrieren. Genau. So sieht es aus. Voll schön. Ja, da steht jetzt hier, weil ich uns das hier so ein bisschen gemütlich machen wollte. Ja, aber sonst hat sich hier noch nicht so viel getan. Wir haben jetzt Steckdosen, wie ihr seht. Da. Da hinten auch. Hier ist sogar schon mit dem Rahmen drum. So sieht das aus. Hier oben ist Felix so ein bisschen verzweifelt, weil das ja drei Stück sind. Deswegen kam er da noch nicht weiter. Hier bei mir auf meiner Seite habe ich auch schon Steckdosen. Zwei Stück. Und ja, hier hängt noch so ein bisschen... ja, das hängt hier einfach nur so rum, weil das eigentlich in den Flur soll. Aber der Flur ist soweit noch nicht fertig und deswegen hängt das jetzt hier. Oh, schick, oder? Ja, also, wir haben Steckdosen. Das hat Felix jetzt die letzten Tage gemacht. Hier auch. Und genau, hier bei ihm auch an seinem Bettseite. Und wir haben sogar den Lichtschalter. Das funktioniert jetzt nicht, das Licht, weil wir haben hier den Strom gekappt. Wenn man die Steckdosen macht, dann sollte man das schon tun. Ja. Genau, das haben wir bis jetzt hier gemacht im Schlafzimmer. Sonst haben wir hier noch eine Hemdeskommode gekauft. So sieht die aus. Die kommt genau hier hin. Und darüber sollen dann eben diese Sternflocken mit ein paar Bildern und so. Genau. Hier im Bad habe ich jetzt die Armaturen stehen, die ich euch ja gezeigt habe. Und was jetzt neu ist, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Doch, wir haben Wasser im Klo. Also ja, die Wasserleitung, Spülkasten und so funktioniert alles. Richtig, richtig cool. Also ist schon ein richtig großer Fortschritt. Hier funktioniert es natürlich auch. Das haben wir jetzt alles abgekappt hier, sonst wird hier die ganze Zeit Wasser rauslaufen. Genauso wie hier. Ja, also das ist auch soweit fertig. Hier kommen jetzt auch die nächsten Steckdosen rein. Und die Armaturen, das haben wir leider noch nicht geschafft, weil... ich rede mal zu euch, ist besser. Ja, Felix ist diese Woche auf einer Fortbildung und deswegen kam er jetzt noch nicht dazu, hier irgendwas zu machen in dieser Woche. Wir hoffen aufs Wochenende, dass wir da noch einiges schaffen, weil wir wollen natürlich an Weihnachten auch unserer Familie die Wohnung zeigen und da muss es ja auch so, ne, schön vorangegangen sein. Ja, also das ist jetzt bis hier im Bad passiert, noch nicht so viel vom letzten Mal. Ne? Also wie gesagt, wir arbeiten jetzt immer nur abends noch mal eine Stunde so ungefähr. Und sonst, ja, kommen wir noch gar nicht dazu, irgendwie wieder weiterzumachen. Aber das haben wir jetzt so vorgestern, glaube ich, gemacht. Hier so ein bisschen, ne, so schon so ein bisschen dekoriert, finde ich, sieht voll gemütlich aus. Ja, und ich glaube, das war es auch, was ich euch zeigen wollte. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Baustelle putzen. also die Treppe zum Beispiel und unten den Flur, einmal so ein bisschen aufräumen, fegen und so. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. So, die Kleine spielt jetzt hier und ich zeige euch mal, was ich meinte mit aufräumen. Erstmal das hier, also das muss auch unbedingt aufgeräumt werden. Und dann wollte ich hier, wie gesagt, einmal durchfegen. Ne? Also die Treppe hier, dann dieses Chaos hier. Also das sieht echt aus, das kann man ja gar nicht so lassen. Dieser Karton, den trage ich jetzt noch ins Babyzimmer. Das sind nämlich auch noch ein paar Sachen für Lias Zimmer. Ja, und ich weiß gar nicht, jetzt in der Küche schon was passiert wieder? Ich glaube nicht. Nee, außer dass hier ein Karton steht mit Küchenutensilien, ist hier soweit noch nichts passiert. Außer die Lampen, kennt ihr die schon? Ich weiß das gar nicht. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt diese Spots drin, hier überall. Ja... Das ist bis jetzt hier noch passiert. Achso, und hier haben wir auch schon Steckdosen. Oh, das weiß ich ja selber noch gar nicht. Ja, hier sind jetzt noch Steckdosen. Wir müssen hier unbedingt noch malen. Aber ja, Steckdosen sind hier also auch schon mal. Genauso wie Lichtschalter. Geht das hier? Nee, geht noch nicht. Okay. Ja, gut. Also hier fehlt auch noch der Kühlschrank rein. Der Herd rein. Und das Terranfeld rein. Und dann noch die Armatur von der Spüle. Und natürlich... malen, ne? Dann ist das hier auch endlich fertig. Na, außer wir müssen noch das Loch für die
Dingsen bohren hier. Hier muss noch ein Loch rein. Für die Dunstabzugshaube. Im Wohnzimmer habe ich euch ja letztes Mal schon im Dunkeln gezeigt, das hier. Jetzt seht ihr das ein bisschen besser. Also fehlt jetzt hier einmal alles komplett zugemacht mit Schalung. Jetzt fehlt hier noch ein bisschen Strom. Da haben wir hier schon angefangen. Und dann kann hier auch schon Regips vor. Hier hat er schon gedämmt und auch schon mit Schalung und so. Hier kommt ja das Fenster rein, das große. Und da kommt jetzt die Terrassentür für unsere, wie sagt man, für unsere Dachterrasse, genau. Und hier in der Mitte muss noch ein bisschen gemauert werden. Da so. Damit wir das noch ein bisschen abstützen hier. Genau, ja, so sieht das also jetzt hier aus. Und sonst ist hier noch nicht viel vorangegangen. Ich kann euch ja mal zeigen, wo der Kamin hin soll. Der Kamin kommt da an die Ecke. Da so hin. Schön wäre natürlich, wenn er hier so gewesen wäre, ne? So beim Wohnzimmer, also hier beim Sofa. Das geht aber leider nicht. Erstens wegen der Terrassentür und zweitens oben wegen dem Schlafzimmerfenster. Dann wäre das Rohr direkt über, also direkt vor dem Fenster, dann würden wir nichts mehr sehen. Und deswegen kommt er da hinten hin. Das ist auch gar nicht so schlecht, weil dann heizt er gleichzeitig oben noch das Gästezimmer, weil der Eingang ist ja da oben sozusagen. Da ist ja ein Loch drin, dann heizt er das noch richtig schön. Ein bisschen davon, was geht denn auch schön in Lias Zimmer. Und allgemein, hier bleibt ja alles offen. Das heißt, wir haben hier dann einen richtig schönen großen Raum, wo richtig schön geheizt wird mit dem Ofen.